Geht's noch? Das ist doch alles die Makulatur drumherum. Ich kann dir mal zeigen, wie das aussieht, so ungefähr, ja? Ich habe so eine Zeichnung dabei, wie man sich das so ungefähr vorzustellen hat, wie sowas aussieht und wie die Leute sich davon beeinflussen lassen. Pass auf, ich zeig's mal. Und? Ich muss dir mal eine Geschichte erzählen. Also, das... Ja, Professionalität ist anders. Also, folgender Sachverhalt. Jury, Bauprojekt, Bewerber. So. Und die Bewerber legen also da ihre Mappen vor mit den Entwürfen dafür, dieses entsprechende Bauprojekt. Ja, und in der Jury sitzt auch eine wirkliche Koryphäe, also wirklich jemand, der vom Fach ist, der letztendlich die Sache dann nachher auch entscheidet. Ja, und der findet einen Entwurf dann total klasse. Nämlich einen Entwurf, wo so richtig schön so Bäume und Blümchen drumherum gezeichnet sind, weil der einfach so nett aussieht. Ja, geht's noch? Das ist doch alles die Makulatur drumherum. Ich kann dir mal zeigen, wie das aussieht, so ungefähr, ja? Ich habe so eine Zeichnung dabei, wie man sich das so ungefähr vorzustellen hat, wie sowas aussieht und wie die Leute sich davon beeinflussen lassen. Pass auf, ich zeig's mal. So sah das aus. Klasse, ne? Machen wir das mal eben in Farbe. In Farbe, dass man das sieht. So. Wieder zurück, schwarz-weiß. So. Das ist ja wohl der Hammer. Ja, also, da wird nur was aufgepimpt und dann sieht es gleich total oh, super aus. Und ja, und das erlebt man immer wieder. Ich hatte ja erzählt letzte Woche da von den Statussymbolen. Das ist Gleiches, ja. Ich hatte mit einem Rechtsanwaltskollegen gesprochen. Letztendlich machen sie alle die gleiche Leistung, aber die Verpackung drumherum, die ist in Anführungszeichen dann ein bisschen anders und beeindruckt dann den Kunden. Der braucht das. Also der braucht zum Beispiel dann irgendwie, jetzt wird es eben, das ist eben auch das Problem mit dieser ganzen MeToo-Debatte. Das darf da auch nicht sein, dass dann irgendeine Frau reinkommen muss im Röckchen und mit einer Bluse, damit der Kunde irgendwie sagt, ach, hier fühle ich mich irgendwie wohl und kriegt irgendwelche Gefühle und dann geht die wieder raus und dann ist bei dem hinten im Hirn irgendwas umgeschaltet auf, der Laden ist total klasse, damit ich die nochmal sehe, mache ich dann den Auftrag, ja, das geht doch nicht. Ein anderes Beispiel, ja, also da kann ich dir einiges erzählen. Ein anderes Beispiel, auch das ist uns passiert, das ist also dir und mir, also du hast ja nur genickt, aber ich habe nicht genickt. Also wir kriegen eine Anfrage, ich gebe ein Angebot ab und irgendwann kriegen wir den Zuschlag nicht, warum auch immer, das sei jetzt eigentlich, nee, das ist eben nicht egal. Wir kriegen nicht den Zuschlag, weil eine größere Beratungsagentur hat den Auftrag bekommen. Ja, eine größere Beratungsagentur. Wenn man sich den Vortrag von Murat Yurt mal anguckt, kann ich ja oben mal verlinken, da ist unter anderem die Rede von einer Grafikabteilung. Das heißt, die Informationen, die wir geliefert hätten, werden nur aufgepimpt. Die werden nur hier, so. So werden die gemacht. Und dann sieht das einfach total klasse aus und dann kann man mehr dafür nehmen. Und jetzt kommt der absolute Klopper, der Mega-Hammer. Trommelwirbel. Weißt du, wer die Informationen der Beratungsagentur geliefert hat? Wir. Ein paar Wochen später kriegen wir eine Anfrage von einer Unternehmensberatung zu einem bestimmten Sachverhalt, wo ich noch so dachte, mein Gott, das kommt ja irgendwie bekannt vor. Das hatten wir doch schon vor einiger Zeit. Bums. So viel zum Thema. Der Kunde hat den Aufschlag bezahlt. Ja, dieses Aufpimpen, dieses Hübschmachen. Ja, und das ist im Grunde genommen, ja, das ist gefährlich, da muss man durchgucken. Also man muss sich ein Bild von dem Lieferanten machen, gucken sich die Firma genauer an. Viel wichtig sind da so Komponenten wie Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, Ehrlichkeit, Transparenz, ja, und nicht dieses Drumherum, weil dieses Drumherum, das bringt mir nachher im Ergebnis überhaupt nichts, ja. Also Stichwort Steuerkanzlei. Was habe ich davon, wenn es total cool war bei denen und ich habe nachher Riesenscherereien mit dem Finanzamt, weil die irgendwelchen Murks gemacht haben, ja? Das bringt auch nichts. Also von daher einfach da mal
richtig eine coole Sau sein. Und das ist eigentlich auch der Titel dieses heutigen Beitrags. Nicht die coole Sau sein durch dieses Aufpimpen und drumherum machen, sondern die coole Sau sein, die professionelle Sau sein, die das durchblickt. Und dann funktioniert das. Und wir beide, wir machen jetzt mal einen wirklich auf richtig coole Säue und nicht auf so Pink Pussy. Das machen wir jetzt beide mal. Schon klasse, ne? Nicken ist jetzt ein bisschen schwierig mit der... Die Brille ist so schwer. Da muss ich mal von unten. So sieht das gut aus. Klasse. Ja, und so sind wir richtig cool. Das ist eigentlich schon fast... Wir müssen so eine Brille aufsetzen, wo wir einerseits cool aussehen und andererseits voll den Durchblick haben. Wir haben jetzt voll den Durchblick. Ja, wir gucken durch den Lieferanten, durch den, der uns mit solchen tollen Sachen irgendwie versucht zu beeinflussen, gucken wir durch. Also, wir schaffen das, ja? Schaffen das, jetzt ganz cool zu bleiben. Also, viel Erfolg, bleiben Sie cool und bis bald, sagen die zwei. Ach übrigens, der Name ist immer noch nicht gewählt. Bitte beim Gewinnspiel mitmachen, damit wir bis Ende des Jahres hier für diese absolut coole Sau hier für diese coole Sau ein... Ups, jetzt rutscht die Brille. Ja, die Ohren sind zu klein. Für diese coole Sau hier einen Namen bekommen. Bis bald. Ciao.